Der Klang von Wassertropfen wirkt vertraut. Ja, sogar beruhigend. In den Polarregionen aber kann dieser Klang der Vorbote einer Katastrophe sein, die die ganze Arktis verschlingt. Wäre das Klima in Gefahr? Wieso wäre der Verzehr von Fisch nicht mehr möglich? Und wie viel Kohlenstoff speichert die Arktis? Hier ist Was wäre wenn? Und das könnte passieren, wenn sich die Arktis in einen Megaslump verwandelt. Jetzt ist es soweit. Wir haben alle Warnungen der Wissenschaftler ignoriert. Wir dachten, wir hätten noch mehr Zeit. Jetzt taut der Permafrostboden der Arktis unglaublich schnell auf. Durch das Auftauen geben die ehemals gefrorenen Pflanzenreste eine riesige Menge an Kohlenstoff in die Atmosphäre ab. Das bedeutet CO2 und dass unsere Zeit abgelaufen ist. Polarer Permafrost bedeckt eine Fläche doppelt so groß wie die USA. Als er entstand, starben die Gräser und Moose der Tundra ab. Anstatt zu verrotten und damit CO2 freizusetzen, froren die Pflanzen zu einer Bodenschicht und schlossen das Kohlendioxid und Methangas mit ein. Taute diese Schicht jetzt auf, hätte das katastrophale Auswirkungen. Wenn der Permafrost zu schmelzen beginnt, erwärmt sich das abfließende Wasser und taut weiteres tiefer liegendes Eis auf. Es entstehen Tunnel und Spalten, in denen der Boden absacken kann. Schmelzwasser und Regen füllen diese Vertiefungen und es entstehen Seen. Wenn sich mehrere Seen gleichzeitig füllen, wachsen sie zu einem riesigen See zusammen. Es entsteht ein Megaslump, wo früher noch arktische Landschaft war. Die mehr als 13,1 Millionen Menschen, die in der Arktis leben, müssten sofort fliehen. 1500 Milliarden Tonnen CO2 würden in die Atmosphäre freigesetzt. Das Dreifache der in allen Wäldern der Welt gespeicherten Menge. Das ist wirklich schlimm. Leider befinden wir uns in einer positiven Klima-Feedback-Schleife, wie Wissenschaftler sagen. Schmelzendes Eis erhöht die Wärmeabsorption der Erdoberfläche, noch mehr Eis schmilzt und so weiter. Unser Planet wird immer wärmer. Seit der industriellen Revolution produziert der Mensch immer mehr CO2. Das beschleunigt diesen Effekt zusehends. Wenn das Eis schmilzt, steigt der Meeresspiegel und überflutet ganze Küstenstädte. Auch wenn du nicht in der Arktis oder an der Küste lebst, hast du eine Menge zu befürchten. Der Klimawandel würde uns schnell und heftig treffen. Viele Orte würden einfach austrocknen, während andere Orte in den Fluten untergehen. Stürme würden über die verbleibenden Städte hinwegfegen. Das Quecksilber aus dem geschmolzenen Permafrost würde in die Meere, Sümpfe und so in unsere Nahrung gelangen. Man könnte wegen der hohen Konzentration dieses gefährlichen Elements keinen Fisch mehr essen. Und der arktische Megaslump würde immer weiter wachsen. Der Boden würde instabil werden. Und die Menschen Richtung Süden und in höhere Lagen zwingen. Laut der Arctic Report Card von 2018 lagern im Permafrostboden immer noch Erreger der spanischen Grippe, Pocken und der Pest. Taut der Permafrostboden auf, würden diese Krankheiten freigesetzt und könnten sich wieder verbreiten. Wie gesagt, schmilzt der Permafrost. War's das für uns? In der Realität entstehen Megaslumps nicht über Nacht. Aber es gibt sie bereits. Der größte ist der Batagaika-Krater in Sibirien.
auch bekannt als das Tor zur Unterwelt. Er ist über 900 Meter breit und wird immer größer. Da in der Arktis die Temperaturen doppelt so schnell steigen wie der globale Durchschnitt, werden solche Krater immer häufiger. Was könnte man also tun, um die Megaslumps zu verhindern? Am besten die Menge der in der Atmosphäre freigesetzten Treibhausgase begrenzen und gleichzeitig CO2 binden. Wenn wir das nicht schaffen, sollten wir schleunigst einen Weg finden, die Arktis wieder einzufrieren. Das ist aber ein anderes. Was wäre, wenn?